Warum die Wasserbüffel keine Vorderzähne haben. Früher, als die Welt noch in wahrer Vollkommenheit lebte, gehörten die Wasserbüffel zu den Tieren, die ein vollständiges Gebiss hatten. Das heißt, sie besaßen Backen und Vorderzähne. Doch dann traf sie ein Schicksal, dem die Büffel nicht entgehen können, seit diese Welt besteht. So groß ihre Körper auch sind, werden sie dennoch von einem Geschöpf unterdrückt, das wesentlich kleiner als sie selbst ist, von dem Menschen nämlich. Und so geschah es denn einmal wieder, dass die Büffel von einem kleinen Jungen mit einer Peitsche zum Sawa getrieben werden. Der kleine Junge folgte hinterher, und wenn die Büffel sich einmal etwas ablenken ließen und langsamer wurden, dann traf sie einen Peitschenhieb auf dem Rücken und sie ging wieder schneller. Das bemerkten die Reisfeldschlangen, die zufällig gerade auf einem Ast lagen. Wie böse waren sie, als sie sahen, wie die Büffel mit ihren so gewaltigen Körpern nichts gegenüber diesem so kleinen Menschlein machen konnten. Sie riefen den Büffeln zu und fragten sie, warum so große Tiere sich von einem so kleinen Menschen ohne die geringste Gegenwehr unterdrücken ließen. Die Wasserbüffel antworteten, dass der Mensch, und sei er auch viel kleiner als ein Büffel, eine Macht besitze, die sich nicht überwinden lasse. Sie, die Büffel selbst, verstünden diese Macht nicht und wüssten auch nicht, wie sie heiße. Da antworteten die Schlangen den Büffeln höhnisch. Wenn man sie solchermaßen behandle, würden sie sich winden und den Menschen zu Tode beißen. Da antworteten die Büffel: Gut, wir werden den Beweis dafür noch sehen. Einige Zeit später wurde eine Riesenfeldschlange gefangen und von den Menschen in einen Käfig gesteckt. Als die Büffel die Schlange in dem Käfig sahen, erinnerten sie sich wieder an ihre Worte. Doch die Riesenfeldschlange antwortete den Büffeln wie damals. Die Büffel lachten nur bei dieser Antwort der Schlange, und sie lachten so sehr, dass sie gar nicht merkten, wie sich ihre Zähne vorne am Oberkiefer lösten und einer nach dem anderen herausfielen. Das ist der Grund, warum die Büffel bis heute keine Vorderzähne haben.